Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge bei Rayman Legends. Ja, die Vorgaben sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wir müssen 1076 Meter schaffen. Und natürlich hatte gute Chance 1911 mal wieder die Topmarke hier aktuell erreicht. Ja, ist eine schöne Herausforderung. Ich habe auch heute ein bisschen noch geübt und habe geguckt, dass ich eine schöne Zahl hinbekomme. Aber jetzt erstmal zur Runde, das sage ich euch dann nachher noch. Ja, hier runterspringen, möglichst spät diesen Totenkopfschädel halt eben umhauen, damit wir alle einsammeln können. Hier auch nochmal drüber, hier auch die einsammeln, hier schön hochspringen, großer Sprung, hier drüber, hier Sprung nach unten, kleine Sprünge hier, die Stelle ist ein bisschen eklig, gerade wenn man das Ganze noch nicht so gewohnt ist. Und wenn wir hier alle eingesammelt haben, dann haben wir 222 genau. Okay, hat geklappt. Erste Pause ist vorbei. Jetzt hier wieder kleine Sprünge. Auch nochmal einen kleinen Sprung. Im letzten Moment noch durchschlagen. Kleine Sprünge. Drüber durchschlagen. Großer Sprung. Nochmal großer. Drüber. Hier mit dem Propeller die Strecke überfliegen. Und einfach immer schön auf die Sprungkombinationen achten. Also heute ist es wirklich nicht schwierig. Es wird sehr, sehr viel verlangt dafür, aber heute um Gold zu kriegen, sollte eigentlich kein großes Problem sein. Hier auch nochmal beschleunigen, drüber springen und über diese Breite hier drüber. Nochmal hier drüber, auf den auch wieder drauf. Hier auch wieder Schlag im letzten Moment, nochmal Schlag groß drüber. Jetzt hier über die Ringe, das sollte ja auch kein Problem sein. Und wir haben es schon fast geschafft, kriegen hier noch die 900 Meter Pause. Und jetzt zieht die Geschwindigkeit deutlich an. Und ihr seht, das hier müsste jetzt eigentlich gleich irgendwo die Goldmarke sein. Hier drüber springen, auf den Bumper, weiter drüber, hier der nächste Bumper nehmen. Runter, hier bekommen wir eine ganz kurze 1200 Meter Pause. Puh. Drüber und hier verspringe ich mich natürlich. 1277 Meter ist aber trotzdem schön. Das bedeutet für mich heute, ich habe ausnahmsweise mal einen schönen Platz 13 weltweit erreicht. Da freue ich mich natürlich sehr. Vielleicht, ja, Mann 77 hat Platz 10. Vielleicht probiere ich es nachher nochmal. Aber ja, trotzdem, damit sollte es auch für euch möglich sein, heute Gold zu erreichen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Daily Challenge. Bis dann!